ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es ein Video. Wer hätte es gedacht? Bei mir gibt es für diesen Monat, also für den März, keine Leseliste. Dafür habe ich mir zwei andere Sachen überlegt, die ich euch gerne zeigen möchte, weil im März wird es jetzt so sein, ich werde einfach freischnauze das lesen, auf was ich Lust habe. Es gibt zwar Bücher, die ich mir rausgesucht habe, die ich mitnehmen werde jetzt in die Semesterferien, die ich lesen möchte, aber ich weiß noch nicht so genau, in welcher Reihenfolge, ob ich die im März lesen werde oder vielleicht erst im April oder auch erst im Mai. Ich habe noch keine Ahnung und normalerweise mache ich mir super gern solche Leselisten und teile die mit euch und mache das eigentlich auch immer regelmäßig, aber diesen Monat war es irgendwie, nee, ich weiß nicht warum, es war einfach nee. Im April wird es dann wieder eine geben, aber diesen Monat habe ich mir überlegt, mache ich euch dafür zwei andere Videos und die drehen sich um den Frühling. Das erste Video werde ich euch heute zeigen, da zeige ich euch fünf Sachen, die ich euch absolut empfehlen kann für den Frühling, weil ich finde, sie passen in den Frühling. Und in dem anderen Video zeige ich euch fünf Bücher, die ich diesen Frühling unbedingt lesen möchte und von denen ich auch denke, dass sie in den Frühling passen. Und ihr dürft mir natürlich super gern in die Kommentare packen, ob ihr eins der Bücher schon gelesen habt, ob ihr das auch findet, dass es in den Frühling passt oder eben nicht. Und ja, ich würde sagen, wir starten heute mit dem Video, in dem ich euch fünf Empfehlungen ausspreche für den Frühling und wir starten am besten gleich durch. Ich muss vorab ja nochmal betonen, dass ich im ganzen Jahr alles lese. Also ich bin eine Allesleserin zu jeder Jahreszeit, aber es stimmt schon so, dass es zu gewissen Jahreszeiten Bücher und Genre gibt, die einfach noch besser dazu passen, wie es zum Beispiel typisch ist im Herbst, düstere Thriller zu lesen. Das passt einfach in diese Jahreszeit besser als in den Sommer. Genauso wie es im Sommer einfach genial ist, Roadtrip-Bücher zu lesen. Oder im Frühling, wie ich finde, der Frühling ist einfach eine lockere, leichte Jahreszeit. Ich glaube, das beschreibt das am besten. Ich weiß nicht, so würde ich den Frühling auf jeden Fall beschreiben. Und deswegen habe ich mir auch lockere, leichte Bücher rausgesucht, die ich finde, wie ich finde, in den Frühling passen. Das war mein Handy. Tut mir leid. Genau, und deswegen würde ich euch die jetzt auch zeigen. Die erste Empfehlung, die ich euch habe, ist so ein bisschen... Ich weiß nicht, ich habe keinen richtigen Begriff dafür. Ich wollte random sagen, aber das ist es nicht. Es ist, keine Ahnung, es ist einfach nichts Neues mehr. Ihr werdet diese Bücher schon kennen, wie eigentlich alle Leute da draußen. Aber vielleicht habt ihr sie noch nicht gelesen. Dann zeige ich es euch jetzt nochmal. Und ich glaube, der Hype ist so ein bisschen abgeklungen, dass man die auch mal wieder in die Kamera halten kann. Und zwar geht es um die Selection-Reihe. Und ich habe jetzt hier stellvertretend den zweiten und den dritten Band. Ich habe den ersten nämlich nur im Taschenbuch. Und ich habe auch nach dem dritten Band aufgehört, weil ich finde, man kann die Trilogie definitiv so stehen lassen. Und ich bin mir noch sehr, sehr unsicher, ob ich diese Trilogie überhaupt fortführen möchte oder nicht. Also diese Reihe, es gibt ja noch zwei Bände, aber ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall finde ich diese Dystopie, was es ja ist, passt irgendwie in den Frühling. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich glaube, es ist einfach... Es liegt irgendwie an dem Schreibstil, es liegt an der Thematik, es liegt an dem Setting. Ich habe das, glaube ich, selber so im Frühling, Sommer gelesen und fand das einfach super passend. Die lassen sich ganz leicht und schnell weglesen. Und ja, ich fand das einfach cool. Ja, und bei dieser Dystopie finde ich einfach, es ist... Klar gibt es da auch dramatische Stellen und... brutale Stellen, das will ich gar nicht abstreiten, aber ich finde es einfach, gerade im Vergleich zu anderen Dystopien, vielleicht nicht ganz so düster, nicht ganz so schrecklich. Ich finde es einfach, die Atmosphäre ist ein bisschen lockerer und leichter. Und sie lassen sich einfach super schnell weglesen, sind spannend, sind einfach nett für zwischendurch und ich kann sie einfach nur empfehlen, ich mochte die wirklich gerne. Und ja, gerade zum Beispiel, wenn ich das mit einer Dystopie vergleiche wie Panem, was ja wirklich sehr melancholisch und sehr düster von der Grundstimmung her ist. Nicht negativ gemeint, ich mochte die Trilogie, aber da im Gegensatz ist diese Dystopie einfach viel, viel lockerer und leichter und passt von den Dystopien her, finde ich, eigentlich ziemlich gut in den Frühling. So, das zweite Buch, das ich euch empfehlen möchte, ist auch aus dem Jugendbuchbereich und das ist wirklich was sehr, sehr Leichtes, was sehr Kurzweiliges, aber Schönes für zwischendurch. Und zwar geht es um Wohin meine Flossen mich tragen von Kate Gordon und ja, was soll ich sagen, dieses dünne Büchlein ist einfach, es macht einem einfach gute Laune. Und zwar geht es in diesem Buch um die Clementine Darcy und sie ist 15 Jahre alt.
Und ich muss auch sagen, man merkt definitiv, dass dieses Buch für Jugendliche, für jüngere Leser in diesem Alter geschrieben ist. Und hätte ich das mit 16 oder 15 gelesen, hätte ich es wahrscheinlich noch viel, viel toller gefunden. Aber auch so für erwachsenere Leser, sage ich mal, die eh im Jugendbuchbereich vielleicht noch unterwegs sind, ist das definitiv eine schöne Lektüre zwischendurch, weil sie einem so gewisse Dinge, die man vielleicht vergisst, die einem auch selber gut tun, wenn man sie sich vor Augen führt, nochmal aufzeigt. Und in diesem Buch geht es, wie gesagt, um die 15-jährige Clementine und sie ist ein bisschen spezieller. Sie interessiert sich nicht für diese typischen Dinge wie die anderen Mädchen in ihrem Alter. Sie interessiert sich sehr stark für Lyrik und Gedichte und ja, hat so ein bisschen ihre eigene Art. Außerdem trägt sie Kleidergröße 42, also ist nicht so diese typische, ja, sexy, hübsche, schlanke Protagonistin, sondern hat eben so ihre kleinen Ecken und Kanten. Das Geniale ist aber, dass sie sich eigentlich total wohlfühlt mit sich selbst. Also sie akzeptiert sich selbst eigentlich total, will aber auch gleichzeitig allen anderen um sich herum alles recht machen. Also sie möchte, dass alle glücklich sind. Und vielleicht kennt das der ein oder andere von euch. Ich konnte mich damit ein Stück weit definitiv identifizieren mit diesem: Ich möchte gerne, dass alle glücklich sind, ich will es allen recht machen, ich will keine verletzen und so weiter und so fort. Und wenn ihr dieses Gefühl auch schon hattet, dann wisst ihr auch, dass das eigentlich nicht möglich ist. Und genau das stellt Clementine auch fest in diesem Buch. Und sie entwickelt sich ein bisschen weiter, sie findet mehr zu sich selbst, steht zu sich selbst, lernt auch mal vielleicht Nein zu sagen und sich nicht für andere Leute zu verstellen. Und ich weiß nicht, es ist einfach ein Buch, das so gewisse Dinge wieder aufzeigt. Gerade für Jugendliche in dem Alter finde ich es eine sehr, sehr tolle Lektüre, sehr wichtig. Die Dinge, die da angesprochen werden, finde ich sehr wichtig. Und es gibt natürlich auch eine kleine Love Story und ja, ich fand es einfach ein rundum Wohlfühlbuch und kann das für alle, die in diesem Genre gerne unterwegs sind, nur empfehlen. So, das nächste ist so ein bisschen ein allgemeiner Tipp, weil ich die Bücher von der Autorin ganz allgemein empfehlen kann für den Frühling. Und zwar geht es um Jojo Moyes. Ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht alle Bücher von ihr gelesen. Also es gibt so ein paar, die ich noch nicht gelesen habe, aber viele. Und die, die ich gelesen habe, finde ich, passen alle wunderbar in den Frühling. Ich habe jetzt hier stellvertretend Ein ganz neues Leben. Das ist der zweite Teil für ein ganzes halbes Jahr. Und dementsprechend habe ich natürlich auch ein ganzes halbes Jahr gelesen und dieses Schätzchen hier, und ich fand sie beide sehr toll, kann sie beide sehr empfehlen für den Frühling. Natürlich kommt der zweite Teil nicht an den ersten ran. Ich glaube, da gibt es auch eine Rezension dazu auf meinem Kanal, da könnt ihr mal vorbeischauen, falls euch das näher interessiert. Aber ich finde es einfach einen würdigen Abschluss für unsere Protagonistin aus dem ersten Band und finde, dass Jojo Moyes hier was wirklich Nettes geschaffen hat, um ja auch mit ihrer Lebensgeschichte irgendwie abschließen zu können. Und ja, ich habe von Jojo Moyes als Beispiel noch Eine Handvoll Worte gelesen und Weit weg und ganz nah. Ich blende euch die Cover hier mal ein, die anderen. Und gerade Weit weg und ganz nah ist mein absoluter Liebling nach Ein ganzes halbes Jahr. Und ich kann euch die alle wirklich durch die Bank weg nur empfehlen für den Frühling. Es sind locker, leichte, schöne Romane, die natürlich auch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen was Dramatisches haben, aber auch spannend sind und man fühlt richtig mit den Charakteren mit und verfolgt deren Geschichte. Und ich mochte die alle wirklich sehr, sehr gerne und kann sie euch daher definitiv empfehlen, vor allem für den Frühling. So, die letzten beiden Bücher sind schon wieder aus dem Jugendbuchbereich. Ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie passt das am besten, fand ich jetzt so. Und ja, das nächste, was ich euch empfehle, soll ein bisschen für Spannung sorgen im Frühling. Also ich bin ja, wie gesagt, jemand, der auch im Frühling und auch im Sommer und egal wann eigentlich blutige Thriller lesen kann und das auch tut oder allgemein Thriller liest. Aber das sind jetzt Thriller, die ja aus dem Jugendbuchbereich stammen und die ich euch für den Frühling einfach sehr empfehlen kann, falls ihr da was Spannendes braucht, was aber eben nicht allzu blutig oder grausam ist. Und zwar geht es um The Perfectionists 1 und 2 von Sarah Shepard. Das ist diese Dilogie von ihr. Lässt sich also auch gut hintereinander schnell weglesen. Und ich muss euch auch ganz ehrlich sagen, falls ihr euch die zulegt, kauft gleich beide, weil nach dem ersten Band dreht ihr sonst durch. Weil es natürlich mit einem bösen Cliffhanger endet. Wie soll es auch anders sein? Und ja, diese beiden Schätzchen gehen darum, also in diesen Büchern geht es darum, dass fünf Mädchen, die eigentlich ansonsten nichts gemeinsam haben, außer dass sie eben auf die gleiche Schule gehen,
einen gemeinsamen Feind haben. Und zwar den, oh, wie hieß der wieder? Noel, glaube ich. Wie hieß er, Noel? Oder Joel? Oder so irgendwie. Nee, Nolan. Nolan hieß der. Nolan Hotchkiss ist der Übeltäter. Und sie haben eben alle ihn so mehr oder weniger zum Feind. Er hat ihnen allen so ein bisschen was angetan. Und ja, jede von ihnen hat so ihre persönliche Geschichte mit ihm. Und sie entwerfen dann in einem Projektunterricht, in dem sie eben zufällig alle in einer Gruppe sitzen, einen Plan, wie sie ihn umbringen könnten. Und das ist natürlich nur rein hypothetisch. Sie spinnen da so ein bisschen rum und wollen sich eigentlich nur an ihm rächen. Und dann passiert es aber eben, Nolan stirbt wirklich. Und zwar genau auf die Weise, die sie geplant hatten. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wer um alles in der Welt war das? Und ja, was hat das mit dem Mädchen zu tun? Und es ist einfach eine Geschichte, die ziemlich spannend ist, mit vielen Intrigen und Lügen und so weiter und so fort. Also wirklich zum locker schnell weglesen, aber trotzdem spannend. Vor allem die Auflösung hat mich sehr überrascht und sehr begeistert. Ich habe vorher von Sarah Shepard noch nichts gelesen gehabt und habe das hier empfohlen bekommen damals, als es rauskam, von meiner vertraulichen Quelle beim Thalia, die ich auch schon viel zu lange nicht mehr gesehen habe. Und ja, ich bin da relativ ohne Erwartungen trotzdem rangegangen und dann hat es mich total begeistert und von den Socken gerissen. Also wer noch was Spannendes mit einer genialen Auflösung sucht für den Frühling, dem kann ich die hier auf jeden Fall empfehlen. So, und das allerletzte Buch finde ich meinen absoluten Trumpf für den Frühling, auch wenn es aus dem Jugendbuchbereich ist. Ich finde, das kann jeder immer lesen. Das ist so wie die Tintentrilogie von Cornelia Funke. Das kann man auch als Erwachsener lesen und das ist einfach zuckersüß. Und so ist es auch mit diesem Buch. Und zwar sind es die Buchspringer von Mechthild Gläser. Und ich habe dieses Buch so geliebt, als ich es damals gelesen habe. Ich glaube, ich habe das 2015 gelesen, wenn mich nicht alles täuscht. Und das Buch hat durch die Bank weg 5 Sterne von mir bekommen, weil ich es einfach super gut fand. Es ist eine zuckersüße Geschichte, die einen so ein bisschen, ja, auch in die Kindheit wieder versetzt und die einen einfach zum Schmunzeln und zum Lächeln bringt und die natürlich mit Büchern zu tun hat. Und ja, ich finde, dieses Buch kann man bestimmt auch super gut im Herbst lesen, aber ich würde es auch für den Frühling empfehlen, also weil es einfach allein vom Cover her schon in den Frühling passt und weil es eine zuckersüße, leichte Geschichte ist, ein Einzelband ist, was auch toll ist zwischendurch mal, und einfach, ja, einfach schön. Ja, in diesem Buch entdeckt, um das mal abzukürzen, Amy, also unsere Protagonistin Amy, entdeckt eben eine, ja, besondere Gabe, die sie hat. Und zwar besucht sie ihre Großmutter unter gewissen Umständen, die ich jetzt gar nicht vorweggreifen will, besucht sie ihre Großmutter auf einer schottischen Insel, auf der sie lebt. Und diese Insel hat so das ein oder andere Geheimnis, genauso wie Amy und ihre Familie. Und ja, Amy entdeckt dann eben, dass sie in Bücher hineingehen kann. Also deswegen auch der Titel Buchspringer. Sie kann in die Bücher reinspringen, in die Geschichten. Und sie lebt das dann auch völlig aus, nachdem sie das mal entdeckt hat. Und dann natürlich noch ein paar andere Dinge passieren. Und ja, trifft da auf ganz tolle Charaktere aus ihrer Jugend, aus ihrer Kindheit wieder. Zum Beispiel Shere Khan trifft sie aus dem Dschungelbuch. Und es gibt auch, ja, zum Beispiel Sherlock Holmes taucht auf und so weiter und so fort. Und dann passiert aber in dieser Geschichte, in dieser Buchwelt, passiert etwas Schreckliches und Amy muss rausfinden, was da passiert, wer da dahinter steckt und so weiter. Und ja, es wird dann eine spannende Reise, ein spannendes Abenteuer für sie, an dem natürlich nicht nur sie beteiligt ist, aber sie ist eben unsere Protagonistin. Und ich fand es einfach wirklich eine zuckersüße Geschichte, ich fand das Ende ganz nett und ja, ich fand es einfach toll, so mit den Charakteren aus der Kindheit wieder konfrontiert zu werden. Konfrontiert, habe ich das richtig gesagt? Ich weiß es gar nicht. Zu werden und ja, einfach diese Idee in die Bücher reinspringen zu können, finde ich einfach richtig cool. Ich meine, welcher Buchliebhaber würde das nicht gerne? Von daher kann ich euch das wirklich nur sehr empfehlen für den Frühling, falls ihr noch irgendwas Schönes, Lockeres, Leichtes für zwischendurch haben wollt. Es ist wie gesagt ein Einzelband und lässt sich auch wirklich recht schnell weglesen. Das Ganze hat, glaube ich, irgendwie zwischen 300 und 400 Seiten, wenn ich nicht alles täuscht. Ja, nicht ganz 400 Seiten und ist einfach ein schönes Buch, das man definitiv im Frühling genießen kann. So, meine Lieben, das war's auch schon mit meinen Tipps für den Frühling. Es gibt natürlich noch viele, viele andere Bücher, die man im Frühling bestimmt gut lesen kann, aber ich fand die 5 irgendwie, als ich durch mein Regal gegangen bin, ganz nett und dachte, ich zeige euch die mal und bin gespannt, was ihr dazu sagt, ob ihr die schon gelesen habt oder vielleicht noch lesen möchtet und ob ihr auch findet, dass die in den Frühling passen oder eher nicht. Würde mich auf jeden Fall interessieren und ich würde sagen, wir beenden das Video jetzt an der Stelle. Ich zeige euch jetzt im nächsten Video gleich,
welche Bücher ich mir für den Frühling vorgenommen habe und würde mich natürlich freuen, wenn ihr da vorbeischaut. Und ja, bis dahin wünsche ich euch alles Liebe. Ciao!